Jörg, herzlichen Glückwunsch. Der ersehnte Sieg ist da, der Aufwärtstrend geht weiter. Aber wie viel Nerven hast du am Ende gelassen? Ich war heute selber in einem guten Zustand, den ganzen Tag über. Deswegen war ich gar nicht so... Klar, es ist nicht schön, wenn man dann irgendwie 5 Bälle reinmachen könnte und den Deckel früher drauf zu machen am Ende. Aber am Ende versuche ich mich auf alles vorzubereiten, auch darauf, dass die Mannschaft mal nicht so gut ins Spiel kommt, was in der Liga ja auch nicht selbstverständlich ist, dass wir irgendwie 4-1 in Führung gehen. Das war heute auch nicht der Fall. Also für mich war alles okay und ist alles okay. Und ich habe am Ende des Tages Spaß gehabt und bin sehr, sehr stolz und dankbar und glücklich für die Jungs, weil du natürlich als empathischer Mensch mitleidest, wenn die Erfolgserlebnisse auf sich warten lassen und dich umso mehr freust, wenn sie dann kommen. Ne? Schlüssel zum Erfolg, einmal mehr die Ausgeglichenheit, du hast es vorher schon angesprochen, immer andere Namen, die in Erscheinung treten, war heute auch wieder so. Ja, wir haben halt nicht die Spieler, die... Wir haben viele Spieler, die an einem sehr guten Tag auch in dieser Liga tolle Leistungen bringen können und ihre Mannschaft wirklich ganz weit nach vorne bringen können, auch zum Erfolg führen können. Wir haben aber eigentlich keinen Spieler, der das machen kann, wenn er mal bei 98, 95 oder 90% seines Potenzials liegt. So, deswegen ist es dann so, dass dann andere in die Bresche springen und vieles gestaltet sich auch über den Spielverlauf, über den Gegner, über die Schwerpunkte des Spiels. Und heute waren es andere als am Samstag in Potsdam. Wahrscheinlich werden es am Sonntag in Hagen wieder andere sein. Und das ist auf der einen Seite meine persönliche Haltung zum Sport, zum Spiel. Und es ist aber auch für unsere Situation eine Notwendigkeit. So, wir bauen den Kader eben breit und auch, weil wir ihn gar nicht in der Spitze weit nach oben ausbauen können, weil diese Spieler, von denen wir dann sprechen würden, einfach in anderen Mannschaften spielen. Das hast du schon angesprochen, immer in die andere, jemand anderes in die Bresche springen, gilt auch vor allem für die Torwartposition. 15 Paraden heute von Moritz Ebert. Leon war ja ein bisschen krank die Woche. Wie wichtig war heute diese Leistung hinten drin, dieser Rückhalt? Es war Erfolgsfaktor für uns, absolut. Gerade nach dem schlechten Start, was für ein Torhüter auch nicht gut ist, wenn du in den ersten 5 Minuten irgendwie schon 3 Gegenstöße auf dich zulaufen siehst. Ist ja alles andere als schön reinzukommen. Und da ist, ich sage eigentlich immer zu meiner Abwehr, ihr müsst in Vorleistung treten. Der Torwart braucht 2-3 gute Bälle und dann gibt er euch später auch mal die freien. Heute hat Moritz das andersrum gemacht. Ja, also er hat wirklich dann auch direkt zu Beginn schwere Bälle gehalten, ist selber emotional geworden. Das braucht Moritz, ist ein emotionaler Spielertyp einfach. Und dann kann er natürlich richtig eklig werden für den Gegner. Ja? Und dann hat die Abwehr ihm aber auch im Spielverlauf dann auch wirklich diese Bälle auch gegeben, die ein Torwart auch braucht über 60 Minuten, um immer mal wieder einen fürs Vertrauen zu haben und die Sicherheit zu bekommen, das Timing zu behalten. Und Moritz hat heute ganz viel von seiner konstant guten Trainingsleistung dann wirklich auch in dieser Liga einfach auf die Platte gebracht oder auf die Platte bringen können. Das freut mich brutal, dieses Erfolgserlebnis, weil wir eben auch uns im Januar mit den Jungs hingesetzt haben und gerade ich auch mit Moritz und Max ein langes Gespräch geführt habe. Du versuchst natürlich in diesen Coaching-Situationen in irgendeiner Form einzuwirken, zu helfen, aber nicht zu viel einzugreifen und so weiter. Und das war dann aber schon auch, da sind wir viel ins Detail gegangen, sehr grundlegendes Gespräch auch gehabt und Mo hat es wirklich angenommen, hat auch, obwohl es während der Saison nicht selbstverständlich ist, bei einem Torwart irgendwie ins Torwartspiel einzugreifen, aber wir haben an ein paar Positionen auch ein bisschen was verändert. Und da arbeitet er sehr, 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 sehr ehrgeizig daran, auch wenn die Trainingseinheit schon vorbei ist. Die offizielle sieht man, wie er noch weiter versucht, genau an den Themen voranzukommen. Und dann freut es mich natürlich brutal, wenn es dann auch klappt und wenn ein Erfolgserlebnis dabei rausspringt. Jetzt geht es am Sonntag schon weiter, wieder ein ganz wichtiges Spiel in Hagen. Stichwort Belastungssteuerung in der englischen Woche. Aber ihr habt Eigendoping betrieben. Mit so einem Sieg fährt man doch mit ein bisschen mehr Rückenwind dahin. Ja, also das ist, glaube ich, die Maximalbelastung, die man haben kann in der englischen Woche mit auswärts, zu Hause, auswärts. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand auswärts, auswärts, auswärts spielen durfte. Aber es war eine lange Fahrt nach Potsdam. Die haben wir, glaube ich, ganz gut gemanagt. Wir haben dort hervorragend, Fahrt hat alles geklappt, wir haben dort hervorragend übernachtet. Werden auch für die Reise nach Hagen wieder Top-Bedingungen zur Verfügung haben. Das ist auch eine Qualitätsentwicklung von den Umfeldbedingungen für die HSG. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Das ist eine Anstrengung, die da wirklich auch über die ganze Saison hinweg dann auch einfach Früchte trägt, dass wir
da gut regenerieren können. Und ja, das Spiel ist Sonntag, das gibt uns wirklich auch die Möglichkeit, morgen zu regenerieren für die Spieler, die heute Vollgas gegeben haben und für zum Beispiel Leon, der dann eben heute zwar schon wieder dabei war, aber eben noch sehr geschwächt von der Magen-Darm-Infektion, dass der dann eben jetzt morgen auch die Chance hat, ein Krafttraining zu machen und athletisch was zu machen und dann einfach auch wieder Freitag mit der Mannschaft wieder voll mit reinzugehen. Das muss man immer sehen. Wir nehmen jetzt erstmal ganz viel Schwung und gute Laune mit und wollen dort ja, unser Spiel weiter fortsetzen, unsere Entwicklung weiter fortsetzen. Und haben es gerade in der Kabine gesagt, in der Hinrunde haben wir 7 Spiele gebraucht fürs erste Erfolgserlebnis. Jetzt sind wir in diesem Kalenderjahr im 4. Spiel schon belohnt worden für unsere Arbeit. Und jetzt geben wir weiter Gas und bereiten uns auf die Gegner vor und wollen vorangehen. Spaß haben, selbstbewusst auf die Platte gehen. Zuletzt noch ein paar Sätze zu den Fans. Mittwochabend, aber wieder auch tolle Unterstützung, die hier euch nach vorne gepeitscht hat. Ja, Vitor steht nach dem Abpfiff neben mir auf dem Spielfeld und sagt, meine Fresse, ist das laut hier. So, ich so, ja, es waren nicht alle, nicht ein paar Sitze waren frei, aber spätestens ab der 15. Minute hast du das nicht mehr gemerkt, weil einfach hier die Leute voll mitgehen und es wirklich eine krasse Akustik ist. Und dann war die Schänzle-Halle, dann eben ab Minute 15 auch wirklich die Schänzle-Hölle durchgehend bis zum Schluss. Das ist ein wahnsinniger Support, es macht unglaublich Spaß, der Fanclub gibt da unglaublich Gas. Ja, wie gesagt, das ist unter der Woche, Mittwochabend, 19 Uhr, wahrscheinlich wenige Leute, die heute Abend hier waren, die nicht irgendwie heute tagsüber auf Arbeit waren. Ja? Und sind wir sehr, sehr dankbar für, das macht großen Spaß.